Ladies and Gentlemen, Outlast 2. Was haben wir noch nicht gesehen? Nimmt mich echt wunder. Pädophil haben wir gesehen. Zwei Schalter. Ist auch okay. Ist auch schön. Vieles haben wir gesehen. All Day, danke für den Follow. Dankeschön, Dankeschön. Willkommen. Wo muss ich hin? Jetzt nicht als Kind, ne? Also jetzt kann ich nicht aufnehmen oder so. Was auch mal schön ist. Mann. Oh. Ich rate mal da, ne? Oh Gott, in der Schule sieht das echt unheimlich aus. Ich weiß nicht, was ihr denkt, aber ganz schlimm. Oh. Es ist Weihnachten. Es schneelet, es schneelet. Oh, ohne Kamera. Mein Sohn, hast du kein iPhone? Oder was auch immer? Kein Handy? Er ist noch zu klein. Er muss 30 werden. Dann bekommt er eins. Oha. Oha. Oh. Blut. What is this? This is blood. Oh, Scheiße! Was hat sie denn? Oh Gott. Ja. Verarsch mich. Der Pastor. Der Pädophil. Hilfe, irgendjemand, Hilfe. Junge, ey, voll unheimlich das Spiel. Komme. Oha. I don't know what you think you saw. Oh Scheiße. Oha. Scheiße. So. Hey! So, ah, guck mal, ich habe jetzt wieder Batterien. Das Spiel hat mir Batterien geschenkt. Habt ihr gesehen? Das ist gut, weil ich habe keine mehr gehabt. Weil ich hatte wirklich gar keine mehr. Nicht mal ein halbes Stück oder so. Nun. So. Gut. Okay. Boah. Hey, wir haben es geschafft, wirklich. Ohne Scheiß. Langsam freue ich mich, dass wir dieses Spiel auch fast durch haben. Mal gucken, wie viele Parts noch. Und wie es endet, das fuck, nimmt mich auch wunder. Lynn! Viele sind enttäuscht. Mal schauen. Ich weiß es nicht.
pass auf. You're pregnant. Oh. How are you pregnant? Please, I don't want to die here. I don't want our baby to die here. I won't. I won't let them kill you. We have to get out of here. Oha. Die kann bestimmt kriechen, ne? Ist da was? Nein. Aha, da. Er nimmt auf. Nein. So, mal schauen. Ich glaube, das ist jetzt Kapitel 6. Müsste sein. Wäre das sonst unlogisch, bisschen irgendwie. I got Jessica out. It was cold, but the snow had just started. We'll find a grown-up and we'll tell him what happened. We'll be okay. It's not my fault. Habe ich Batterien? Ja, okay. Die habe ich geschenkt bekommen. Zum Glück. Ja, muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Okay. Ich bin gespannt, wie das Spiel zu, wie das Spiel endet. Nein, nicht da. Soll ich echt kriechen? Nein. Die kriechen doch nicht. Sie ist eine Lady. Sie kriecht nicht. Vielleicht? Ja, jetzt sieht's gut aus. Oh. Scheiße, au, Sitte. We have to find shelter. Oh. Those places we can get. Yeah. Lauf. Was ist das für ein Ort? Mein Gott. Oh. Down here. We have to get inside before the baby comes. Bevor das Baby. It's too dangerous. You can't. Du willst hier. Okay, okay. Die ist nicht ganz normal, aber. Be careful. Fuck, fuck, Lynn. You okay? I'm coming down. It hurts. I'm sorry. I'm sorry. Das ist ein dein Sohn oder dein Mädchen. Seht ihr, was für Väter das es gibt? Ich möchte nicht hinlegen. Da, Matratze. Da, Qualität. Qualität, ah, beste Qualität für dich. Für meinen Schatz. Okay, okay. I just. It's gonna be okay. Soll ich. Oh, shit! Come on! Come on! Oh nein, nicht du! Nicht du! Uff. Die hab ich irgendwie vermisst, muss ich zugeben. Jesus Christ! Okay, gehen wir links. Bitte mal dunkel, dunkel, dunkel. Oh. Hab ich gesagt, ich hab's vermisst? Ja, genau dort. Was soll ich sagen? Es ist wie eine Sucht. Ja. Man kann nicht ohne sie, man kann nicht mit ihr. So sind die Frauen. Man kann nicht ohne sie leben, man kann nicht mit ihnen leben. Nein, okay. Wow, hat er lange gebraucht, zum sich drehen. Gratuliere. Komm.
Aha. It hurts too much. Lauf. I need to lie down. Mein Sohn wird Herkules heißen. Das hat schon als Baby hat er vieles überstanden. Nein, es lief so gut, Mann. Es lief so gut. Das Ende, das ist das Ende von der Menschheit. Oh, oh, oh. Das ist das Ende. Die alte Stress natürlich, ne? Nicht nur, weil sie langsam ist. Sie meckert auch die ganze Zeit. Oh, habe ich Batterie? Oh, nein, das sind keine Batterien. Oh mein Gott. Lauf. Oh. Oh, das war knapp. Das war knapp. Aha. Da ist das. Oh Gott. Und eins muss ich noch loswerden an alle Leute, die das Spiel auf schwer spielen. Viel Glück und Spaß. Endlich will er mal wie ein Mann kämpfen. Hör auf, Blake. Man schlägt keine Frauen. Scheiß auf die. Er legt sich lieber hin. Gott hat dich geschickt. What's going on? Was ist passiert? Fuck you and fuck your god. Die Hexe ist tot. Gott sei mit dir. Du wirst den richtigen Weg finden. Ja. Hab mich gefreut übrigens. Und noch was? Ich hätte gerne dein Gesicht aus der Nähe geschaut. Naja. Geht nicht. Ich kann mich nicht ducken. Bucken. Bücken. Okay. Dann gut. Jo. Ja, Süße, habe ich dir nicht gesagt. Du kannst mir vertrauen. Oha, guck mal, wie sie aussieht. Oh. Schatz, du musst duschen. Ich meine, da hört die Liebe auf. Hä? Ja? Was? Ich dachte, ah nein, da nicht. Ja, Schatz, du musst wirklich duschen, weil, weißt du, so geht das nicht. Du kannst dich nicht gehen lassen. Es wird schlimmer. Wir sind richtig. Naja, viel falsch kann man da auch nicht machen. So. Oh, shit! Blake! Is it the baby? Yeah, she's coming soon! Du willst unbedingt Kind! Wieso? Für was? The chapel! We can take shelter! Ich hab dir gesagt, warten wir! Oh mein Gott. Die Welt geht unter. Cold. Keep moving. Jesus. What? Jesus Christ. The storm's getting worse. Was? Passt auf. Okay. Also, ich muss sagen, sie hat mehr Kondition als ich. Von wegen Kindschmerzen. Sie lügt. Alles Schauspielerei, ich sag's dir. Oha. Nehmen wir noch auf. Ja, die Arbeit ist wichtig. Er muss seine Kinder ernähren. Kinder, ja. So, gucken wir mal, was. Who
world was on fire, the baby was coming. Impossible child. Das unmögliche Kind. That Jess was like her little sister. I don't know what I'm supposed to do. None of this is my fault. Wow. Das, wir sind fast am Ende, ne? Schon. Holy moly. So, jetzt wieder ein bisschen. Schatz, willst du hier das Kind auf die Welt bringen? Ich denke, hier sieht es sauber aus. Hier gefällt es mir. Was ist da? Oh. Da ist die Wand. Es gibt Wände? Oh. Ah, guck hier. Folterbett. Schatz, ich wollte immer so eins haben. Kannst du dich mal... Ah, sie macht es freiwillig. Gut. Oh, shit. Shit, shit, shit. Oh. You need to lie down. I can't do this. You can. You can do this. Oh, God. Something's wrong. Just keep breathing. Feels like something's wrong. Vielleicht kommt das Kind. I know, baby, I know. But you can do this, okay? Just keep breathing. Oh, fuck! Fuck! Ich kotze gleich. Oh God. Oh God. It's getting... Es ist ein Mann. Chuck Norris Witz. Egal. Da ist nichts. Oh Jesus God. Lynn! Lynn! Das Kind? Zeig mal, ist echt. Lynn! Jetzt nimmt er das Baby und schmeißt weg, ne? Das ist Outlast 2. Outlast 2. Du hast meine Familie zerstört, du kleines, aber ist schon süß, falls es Mensch ist, normales Mensch. What? Like in Beauty and the Beast? Oh, you mean drama. The play. We're saving for the, like, actual night. Uh-huh. We are. Okay. We, like, cheek kiss. So, like, is she your girlfriend? Tell me, or else. Or else what? Oha. Der lacht. Wow. Wow. Oh, Foxy, danke. Willkommen. That's the child, isn't it? My God. We think you're my children. But yours. I am powerless again. The child's too strong already. You've murdered paradise. God has gone silent. Since the storm, the birth. Who will he have if he destroys us all? Who will he have left to punish? I killed my children. All of them. Every last one. There's no more perfect faith than that. And still, God is silent. Kill that child if you can. If you love anything at all, crush its skull under your heel. I know God doesn't hear dead men, but I expect he answers them. Yeah.
Ja. Du Motherfucker. Stirb in der Hölle. Oh, das Baby. Herkules. Mein Sohn. Mein altes Vorsorge. Komm mit. Guck, das ist Onkel Judas. Ja, was nun? Ja, guck mal, er läuft irgendwie schneller als... Also, wenn er kein Kind hat. Ah, vielleicht auch nehmen. Warte mal. Genau. Ui, fast vergessen. Fast vergessen, nicht aufzunehmen. Fuck, fuck, fuck. Okay, gut. Gut, dass das mir jetzt noch in den Sinn gekommen ist. Glück gehabt. Der Priester stirbt. Er musste nichts tun. Der Priester. Als Kind, niemand konnte etwas von dir erwarten. None of this is my fault. Ich hasse dich. Keine Ahnung wieso, aber ich hasse dich. Na dann. Was haben wir da? Und das Kind kann ich auch aufnehmen? Mein Sohn? Ich fühle mich wie in einer Kirche, ne? Also ich habe in meinem Leben noch nie so ein religiöses Spiel gespielt. Aber das ist schon geil. Wer ist das? Die Hexe. Nein. Eine alte Dame, eine friedliche. Nicht alle Menschen sind böse. Ich weiß nicht, ob ich... wie lange dauert das Spiel noch? Weil wir haben fast 23 Minuten. Also ich frage die Twitch-Zuschauer. Leute, soll ich also weiter jetzt direkt aufnehmen oder... Aufnahmen beenden und dann nochmal aufnehmen. Dauert das nochmal 30, 20 Minuten, 15 Minuten? Okay, also das Game ist zu Ende. Aha. She's gonna be okay. You have her. She'll get to grow up. She'll do everything she was born to do. Also ich will, ich muss es einfach sagen. So, guck mal, so das Spiel wäre viel geiler anstatt ja und in der Schule und lieber 4 Stunden, nicht 6, aber ja, dafür mehr Horror hat, finde ich, meine Meinung. Aha. Oh. Ah, ich bin doch, da bin ich doch ein Baby. Hey Blake. Try to find me. Versuche mich zu finden. Okay. Wo ist sie denn? Oh Gott. Passiert jetzt. Passiert jetzt noch was? Scheiße. Bisschen Schiss habe ich schon, muss ich ehrlich zugeben. Nur ein bisschen, aber nicht viel. Oh. Au. Oh. I'll never let you go. You never let me go. Now the light has gone away. Savior, listen while I pray, begging thee to watch and keep,
and send me quietly to sleep. Watchful Savior, wash away all I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle, more like thee. Das Spiel ist schon brutal. Krass. Gänsehaut habe ich bekommen. Ohne Scheiß, guck. Oh, wow. So, das Spiel ist zu Ende. Boah. Nicht schlecht, ne? Krass. Ah, ja, na dann. Also, was soll ich sagen? Meine Meinung? Von 0 bis 10 würde ich eine... Ja, schwer zu sagen. Für ein Horrorspiel? Ich meine, wenn man jetzt ehrlich ist, es gibt nicht so viele Horrorspiele. Und dann, ja, also wenn man so schaut, dann würde ich schon eine 8 oder so geben. Aber wenn man jetzt zum Beispiel als normal einfach als ein Spiel anschaut, dann würde ich eine 6 geben. Ja, 5 ist zu wenig, 7 ist... Ja, 6 ist aber nicht schlecht, ist gut. Also, es hätte auch 2 Stunden kürzer sein können. Und das Gejage hat mich extrem gestört, also ja, das musste nicht sein, also ja, das hat, ich denke, so das ist halt für die Masse, ne? Sie können nicht ein Spiel extrem so voll krass machen, voll Horror, und dass man sich immer die ganze Zeit erschreckt und auch, ja, also, weil dann kaufen auch weniger Leute. Das ist für die Masse, das ist immer so, leider. Wie bei Resident Evil zum Beispiel. Beim ersten Teil war es ja auch richtig, also für damalige Zeit, war es ja auch Horror, und dann mit der Zeit war das Spiel auf einmal auf Action, ja, fokussiert. Aber jetzt zum Beispiel Resident Evil 7 ist wieder was anderes. Aber ja, ich habe es gut gefunden, mir hat es gefallen, ich hoffe euch auch. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ja, dann nicht vergessen zu liken oder zu disliken. Bis dann.